Ja, wirklich. Macht euch Kaffee in der Halle und dann Die Feuerwehr Bebra wurde um 22.16 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellt sich heraus, dass es sich um einen Verkehrsunfall mit einem LKW und einem PKW handelt, wobei eine Person noch am PKW eingeklemmt war. Durch den ersteintreffenden Notarzt konnte hier leider nur noch der Tod festgestellt werden. B27 ist jetzt zwischen Bebra Mitte und Bebra Nord aktuell voll gesperrt, wobei erstmal die Maßnahmen der Polizei durchgeführt werden müssen. Danach ist die Feuerwehr mit Bergungsarbeiten und Aufräumarbeiten beschäftigt. Osthessen News. Sehen, was bewegt.